gesagt, bei Farben, da kann ich auch nie genau sagen, ob das stimmt, was ich da erzähle. Jo Leute, willkommen zu meinem neuen Video und heute testen wir die Urus ISO Drinks. Viel Spaß beim Video. Wie eben schon erwähnt, die Urus ISO Drinks sind jetzt irgendwie so neue ISO Drinks, die auf den Markt gekommen sind. Habt ihr vielleicht schon mal davon gehört, wenn ihr Battles of the Socials geguckt habt, denn da waren die ein Hauptsponsor von und ich habe hier drei Sorten da. Ich glaube, es gibt auch nicht mehr. Einmal haben wir Erdbeer-Ananas-Geschmack, allerdings in Zero, den gibt es leider nur in Zero. Mist. Dann Acai schwarze Traube Geschmack, nicht Zero. Und Kiwi Limette Apfelgeschmack, auch nicht Zero. Ich muss sagen, alle drei Drinks klingen richtig, richtig lecker. Definitiv. Kurz zu ISO Drinks allgemein. Also man kennt ja natürlich hier in Deutschland Powerade. Da mag ich das Blaue auch wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe auch schon auf dem Kanal Gatorade getestet. Das sind ja auch ISO Drinks. Könnt ihr gerne hier mal reinschauen. Und jetzt haben wir eben diese Urus Drinks. Und von dem, was draufsteht, würde ich nicht sagen, dass man den Geschmack so in der Form auch wirklich schon kennt. Das stimmt. Wir beginnen einfach mal mit Kiwi-Limette, Apfelgeschmack. Könnte sehr, sehr wild sein. Könnte aber auch sein, dass es nicht so gut schmeckt. Hier steht auch nur drauf, isotonisches Erfrischungsgetränk mit Meerfruchtgeschmack, mit Zuckern und Süßungsmitteln. Ein ganz normales Elektrolytgetränk, sagt man ja auch zu Isodrinks. Ich schütte das jetzt mal in Glas, auch wenn man hier leicht die Farbe sieht. Trotzdem können wir das im Glas genauer begutachten, wie die Farbe ist. Vom Design her, gerade mit dem Verschluss und so, erinnert schon sehr stark an Powerade. Schön grüne, ja, grüne Farbe. Wie gesagt, man sieht sie auch leicht durch die Flasche durch. Schöne hellgrüne Farbe. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze schmeckt. Also überraschenderweise kommt hier sehr stark der Apfelgeschmack raus. Was gut ist. Ich mag Apfel. Man schmeckt wenig Kiwi, wenig Limette. Wirklich, der Apfelgeschmack dominiert hier. Aber wisst ihr, woran mich das erinnert? Nee! Ich weiß nicht, ob ihr von Active O2 Kiwi-Apfel kennt. Das schmeckt fast genauso wie das Active O2 Kiwi-Apfel. Das schmeckt sehr ähnlich. Ich finde es sehr lecker, muss ich sagen. Ich mag den Geschmack. Also von mir kriegt dieses Kiwi-Limette-Apfel von 10 möglichen Punkten 8. Ich finde es echt lecker. Würde es auch weiterempfehlen. Ich finde es echt super lecker. Dann kommen wir nun zu Acai schwarze Traube-Geschmack. Klingt auch sehr geil, also Acai, wenn es irgendwas drin ist, mag ich immer sehr gerne. Schwarze Traube, wenn es nicht nach Traubensaft schmeckt, auch lecker. Ja, der Text hier hinten ist der gleiche wie gerade eben. Nein, doch. Deswegen lese ich ihn nicht nochmal vor. Ja, ich öffne es und dann schütten wir es ins Glas und schauen uns die Farbe nochmal genauer an, wenn ich es denn aufkriege. Ich drehe es jetzt einfach auf, mir egal. Ich habe den normalen Verschluss nicht aufbekommen. Was kannst du eigentlich? Ja, keine Ahnung. Aber man kann es ja auch hier so aus dem Ding schütten. Das ist sehr schön blau. Genauso wie es bei dem blauen Powerade ist von der Farbe her. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es hier lila ist, aber ja, vielleicht ist es auch lila. Wie gesagt, ich habe mit Farben ein bisschen Probleme, aber ich würde sagen, dass das blau ist. Dann probieren wir es mal. Hätte ich so nicht erwartet. Und sehr, sehr lecker. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob das Acai oder schwarze Traube sein soll. Hätte ich euch so nicht sagen können. Auf gar keinen Fall. Aber sehr, sehr lecker. Bin begeistert. Ich finde das richtig, richtig lecker. Nice! Also wenn es dir jetzt wirklich längere Zeit zu kaufen geben sollte, dann würde ich die auch mal öfters kaufen, denn das ist echt lecker. Ich gebe jetzt 9 von 10 Sternen. 10 muss noch ein bisschen was sein, aber kommt schon nah dran an die 10. Also 9 von 10 möglichen Sternen. Kriegt dieses Urus Power Drink von mir auf jeden Fall. Dann kommen wir zum letzten. Erdbeer-Ananas-Geschmack. Wie gesagt, Zero. Wir werden mal rausfinden, ob er Zero rausschmeckt. Wenn ja, werde ich in die Bewertung nicht einfließen lassen vom Geschmack her. Aber vielleicht haben wir Glück und man schmeckt gar nicht, dass es Zero ist. Kommt ja manchmal vor. Hey, ich drehe es auch auf. Das ist mir zu blöd. Ich krieg den Verschluss nicht auf. Wahrscheinlich sind deine Eltern nicht zufrieden mit dir. Man kann es ja aber auch so trinken. Man braucht diesen komischen Trinkverschluss nicht. Ich würde sagen, auch blau, nur ein Ticken heller als gerade eben, würde ich sagen. Wie gesagt, bei Farben, da kann ich auch nie genau sagen, ob das stimmt, was ich da erzähle. Spasti. Ich probier's. Erstmal, man schmeckt Zero natürlich raus. War ja klar. Leck mich doch am Arsch! Jetzt ansonsten geschmacklich,
habe ich das Problem. Es schmeckt allgemein sehr, ja, wenig. Also es schmeckt nicht intensiv. Man schmeckt nicht wirklich eine Erdbeere raus. Man schmeckt nicht wirklich Ananas raus. Also ich weiß nicht. Irgendwie ist das nicht so geschmacksintensiv. Positiv zu erwähnen ist schon mal, dass die Erdbeere, die man nicht wirklich rausschmeckt, aber auch nicht chemisch schmeckt. Das ist ja oft das Problem bei Erdbeeren, dass sie chemisch schmecken. Aber ja, wie gesagt, man schmeckt eigentlich gar keine Erdbeere raus und auch nicht wirklich Ananas. Es schmeckt allgemein sehr geschmacksneutral, würde ich sagen. Das ist eine absolute Frechheit. So ein bisschen süß, aber keine wirklich Geschmacksrichtung erkennbar. Der Zero-Geschmack, wie gesagt, der mich auch stört. Also jetzt mal abgesehen vom Zero-Geschmack, weil wie gesagt, den lasse ich in die Bewertung nicht einfließen, gebe ich dem Ganzen trotzdem nur 6 von 10 Sternen. Da ist einfach, es schmeckt nach fast gar nichts. Und ich habe mich gerade auf den Ananas-Geschmack gefreut. Man schmeckt ihn nicht raus. Es schmeckt sehr, sehr geschmacksneutral. Also wirklich schade, muss ich sagen. Deswegen kriegt er nur die 6 von 10 Sternen. Kommen wir mal zum Fazit. Also Uros Isotrinks, muss ich sagen, auf jeden Fall ein Go. Allerdings nur für die ersten beiden. Der Zero schmeckt nicht nur wegen Zero schlecht, sondern der Geschmack allgemein ist echt nicht gut. Aber die anderen beiden, Kiwi Apfel Limette und Acai Schwarze Traube, kann ich empfehlen. Erdbeer Ananas, wie gesagt, würde ich nicht empfehlen, aber die anderen beiden sind echt sehr, sehr lecker. Dann war es mit dem Video. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Wenn dem Ganzen war, lasst ihr gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.